Hi, ich hatte bei meiner Roland MC307 Groovebox den sogenannten Memory Damaged Fehler. Und das ist bei mir passiert, als ich mit diesem Roland, oder eher gesagt nicht von Roland, sondern mit dem Groove Editor, den gibt es ja für die 307, für die D2 und für die 505 rumgespielt habe. Und da war sie in einem Speichervorgang und dann hat sie sich irgendwie verschluckt und dann habe ich diesen Memory Damaged Fehler gehabt. Und dann nützt auch ein Factory Reset nichts mehr. Sondern es kommt immer wieder diese Fehlermeldung. Und hier habe ich das gerade gemacht, ein Factory Reset. Starte gerade die Groovebox neu. Und das Erste, was man dort als Information dann gleich erhält, ist Memory Damaged. Also wenn das passiert, dann kann man eigentlich mit der Groovebox nicht mehr viel anfangen, weil permanent diese Meldung auftaucht. Da ich diese Groovebox gebraucht gekauft habe, in einem echt guten Zustand. Das heißt, alle Buttons und die Drehregler funktionieren sehr gut. Da sollte man drauf achten, wenn man sowas kauft. Habe ich nach einer Lösung gesucht und eine Lösung ist, dass man die letzte Firmware wieder aufspielt. Und die habe ich dann auch gefunden. Die kann man ganz einfach über eine Suchmaschine suchen. Und dann bin ich über die Roland-Seite gestolpert und hier ist die MC307, das letzte Firmware-Update 1.03. Dazu gibt es auch eine Procedure. Dann muss man die MIDI-Files entpacken und ich habe das Programm von Boom CentSX 1.4 genommen. MIDI in Out verbunden und dann via SysX, das habe ich vorher noch nie gemacht, die ganzen Files an die Groovebox gesendet, wenn sie im Update-Modus ist. Und hier habe ich gerade das letzte File ausgewählt, klickt dann wieder auf Send, unten sieht man die Bytes laufen hoch. Wenn die aufhören, klickt man immer das nächste MIDI-File durch, bis man beim 32. ist. Hier leuchten gerade die LEDs im Update-Modus, die steigen dann auf, dann sieht man, da passiert etwas, sie bekommt wohl die Information. Und wenn das alles gut geklappt hat und funktioniert hat, dann kann man die Groovebox neu starten. Und wenn man sie neu startet, sieht man das hier. Dann wie gewohnt der Begrüßungsbildschirm. Und man kann sie wieder normal benutzen, ohne dass man irgendwas machen muss. Jetzt führe ich hier nochmal einen Factory Reset durch, um zu gucken, ob das wirklich so alles funktioniert oder jetzt nur Zufall ist. Das kann man dann ja im Menü auswählen. Dann wartet man einen Augenblick, dann sieht man, sie blinkt wild vor sich hin. Der Prozess kann übrigens, steht auch in der Anleitung, bis zu 6 Minuten dauern. Also in diesen Zeiten war das alles etwas langsamer, nicht so wie bei den modernen Grooveboxen. Ja, und dann startet sie neu und hier hat sie neu gestartet und das hat alles einwandfrei funktioniert. Und ich kann sie wieder so benutzen, wie sie vorher auch funktioniert hat. Ich hoffe, diese Tipps haben ein bisschen geholfen.